herzlich willkommen zu unserem Video Erste Schritte mit dem Energieberater Wohnen und Gewerbe – Erfassung eines Wohngebäudes. Dieses Video richtet sich an all diejenigen von euch, die sich gerade eine Demo-Version vom Energieberater Wohnen und Gewerbe heruntergeladen haben, die das Programm Energieberater Wohnen oder Wohnen und Gewerbe gerade erworben haben. Vielleicht befindet ihr euch aber auch gerade in der Weiterbildung und im Studium und nutzt unser Schulpaket. Oder ihr wollt einfach nur mal so reinschauen oder nutzt vielleicht auch den Energieberater schon etwas länger. Oder ihr seid einfach nur so über das Video auf unserem Kanal gestolpert. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ein Projekt anlegen könnt, wie man mit dem Hotcut-Assistenten ein Gebäude erfasst, wie man eine Heizung und Warmwasser anlegt, wo ihr die Ergebnisse und Berichte findet, wo ihr Varianten anlegen könnt, beziehungsweise wie ihr eine Variante anlegt und wo ihr vielleicht auch unseren FAQ-Bereich findet. Wir beginnen einmal mit dem Anlegen eines Projektes. Dafür benötigen wir als allererstes einen Projektordner. Diesen nenne ich jetzt einfach mal mit der Jahreszahl 2024 und gehe auf Anlegen. In diesem Ordner kann ich jetzt ein neues Projekt anlegen. Hier sehen wir den Ordner 2024. Über die Schaltfläche zurück taucht er auch hier auf und über einen Doppelklick befinde ich mich in dem Ordner, wie hier angezeigt. Und über die Schaltfläche hier oben neues Projekt lege ich jetzt mein neues Projekt an und ich nenne das jetzt einfach mal Haus, voilà, Haus 1, Wohnen 18599 und betätige hier einmal Anlegen und Öffnen und damit gelangen wir dann auch schon gleich in die Benutzeroberfläche vom Energieberater. So, hier haben wir einmal die Projektdaten, wir haben die Kontaktdaten, die wir anlegen können. Hier lassen sich rechts Bilder hinterlegen. Der Standort, den können wir hier auch an dieser Stelle angeben, indem wir einfach beispielsweise sind ja in Deutschland, Kontinent passt, Deutschland auch, Bundesland. Wir sind hier in Nordrhein-Westfalen und in Köln. Weiteren Filter setzen wir nicht. Ich gebe einfach mal Köln ein als Ort und suche mir ein. Alternativ kann ich auch die Postleitzahl angeben. 50829 ist die Postleitzahl von Hotgenut Software. Das möchte ich auch hier einmal als Standort übernehmen. Klar rechnen wir im Rahmen des GEGs mit dem Klimareferenzort Potsdam, aber wir brauchen ja auch das Bundesland nachher an anderer Stelle nochmal. Wir starten dann mit der Gebäudeerfassung, das ist der Punkt drunter. Sehen das Ganze ist hier, seht ihr, das ist so eine hierarchisch angelegte Führung. Die einzelnen Punkte gehen wir jetzt weitestgehend einmal durch. Wir gehen also den nächsten Punkt in die Gebäudeerfassung. Hier stehen uns zwei Möglichkeiten im Prinzip zur Verfügung. Einmal die grafische Gebäudeerfassung. Dazu gibt es einmal einen Assistenten, den wir gleich nutzen. Oder man kann es auch manuell erfassen. Dazu in einem anderen Video einmal mehr. Oder wir können das Gebäude auch tabellarisch erfassen, eine sogenannte raumweise Erfassung. Und auch dort gibt es einmal noch den Assistenten oder auch die Möglichkeit, dieses manuell zu erfassen. Wir bleiben, wie hier empfohlen, bei der grafischen Erfassung und wählen hier den Erfassungsassistenten. So, da haben wir unseren Assistenten. Wir haben hier jetzt 8 Punkte, die sich jetzt einmal hier senkrecht befinden, wie auch nochmal waagerecht. Fängt an mit den Gebäudedaten, dann haben wir die Angaben zum Geschoss, zum Keller, zum Grundriss, Punkt 5 wäre das Dach, Berührungsflächen, Fenster und die Typologie. Auf der rechten Seite sehen wir eine kleine Hotcut-Vorschau. Mit der rechten Maustaste kann ich mir hier dieses etwas zurechtdrehen. Mit dem Mausrad, das betätige ich gerade, kann ich hier reinzoomen und kann jetzt bei dem Punkt Gebäudedaten zuerst auswählen. Handelt es sich um ein Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, Mehrfamilienhaus oder ein Nichtwohngebäude. Wir wollen uns aber heute ein Wohngebäude erfassen, also wähle ich, bleibe mal klassisch beim Einfamilienhaus. Wir haben hier die Möglichkeit zu bestimmen, handelt es sich um ein freistehendes Gebäude, ein Mittelhaus
oder ein Eckhaus. Das sind hier erstmal noch allgemeine Informationen, weil die Angrenzart sehen wir nochmal unter Punkt 6. Die Berührungsflächen haben nochmal einen eigenen Menüpunkt. Wir bleiben bei freistehend, dann die Angaben zur Bauart, leicht, mittel oder schwer, auch das weisen wir hier zu. Und dann gehen wir das Baujahr an, wenn wir jetzt um ein Bestandsgebäude handelt, das sagen können, das Haus ist von 1985 beispielsweise als schönes Bestandsgebäude. All diese Punkte, die wir jetzt hier angegeben haben, lassen sich sonst später an anderer Stelle auch noch bearbeiten. Wir gehen unten rechts auf die Schaltfläche weiter zum nächsten Punkt. Dann sind wir beim Geschoss. Wir haben hier die Angaben zum Dachgeschoss. Hier steht hier die Geschossanzahl 2. Das heißt, hier ist einmal ein beheiztes Dachgeschoss wie ein unbeheizter Spitzboden. Ich klicke hier nochmal rechts in das Gebäude, drehe das etwas. Dann haben wir auch hier diese Etage 1, das ist das beheizte und der unbeheizte Teil. Auch hier definiert und dann nochmal als teilbeheizt. Genauso können wir natürlich auch zwei Geschosse haben, die vollständig beheizt sind. Dann wird auch der obere Teil mit Rot dargestellt. Dann teilbeheizt haben wir also hier diesen unbeheizten Spitzboden. Wir haben hier die Angaben zur Geschoss, zur Dachgeschosshöhe oder auch die gesamte Geschossanzahl von unserem Gebäude. Hier können wir diese Korpusanzahl raufsetzen und ihr seht auf der rechten Seite in der 3D-Vorschau wächst das Gebäude an der Stelle mit. Ja, auch hier kann ich das noch mal ein bisschen drehen mit der Maus. Dann gehen wir hier einmal wieder zurück auf ein klassisches, machen wir mal nur eine Geschoss. Und dann haben wir hier wieder unser Häuschen. Auch das können Sie ja nachher selber einmal mit eurer Demo oder in eurer eigenen Version ausprobieren. Kipp's hier nochmal ein bisschen. Hier ist ja aktuell eingestellt, es ist ein Keller vorhanden. Wenn ich das Ganze auf ohne Keller stelle, wird dieser weggeblendet und auch unser Gebäude auf der Wiese hier auf der rechten Seite hat jetzt keinen Keller mehr drunter. Natürlich kann man auch hier wieder einen Keller hineinsetzen. Der Keller wird aktuell hier in dieser Grafik blau dargestellt. Das heißt, der ist unbeheizt. Stellen wir auf beheizt, dann wird er rot. Das zieht sich nachher durch. Das, was rot ist, ist beheizt. Unbeheizt ist dann blau dargestellt. Auch hier haben wir nochmal die Geschosshöhe oder einen Geländeversatz, den wir einstellen können, um hier einfach abzusenken, dass wir einen Teil außerhalb vom Keller gegen Außenluft und nicht im Erdreich befindet. Im nächsten Punkt weiter zum Punkt Grundriss und Ausrichtung. Das heißt, zum einen können wir hier über die Windrose die Ausrichtung einstellen. Auch das sind Möglichkeiten, die später nochmal wieder anzupassen. Die Grundrissform hier links. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten, Grundrissformen zu wählen, ob es sich nun um eine L-Form handelt. Und dann ändert sich hier einmal die Darstellung zum Grundriss. Auf der rechten Seite ändert sich auch die Vorschau. Genauso können wir eine T-Form wählen und wir finden dann immer hier die Alphabetisierung an den jeweiligen Seiten und können hier das mit den Grundrissmaßen dann auch entsprechend anpassen. Auch hier stelle ich einmal für unser Projekt einmal wieder zurück auf rechteckig. Dann gehen wir auf weiter, kommen wir zum nächsten Punkt, zum Dach. Hier lassen sich die verschiedenen Dachformen wählen. Auch hierfür gibt es 5 zur Auswahl. Haben wir ein Satteldach oder haben wir ein sogenanntes Walmdach? Auch das im 3D rechts, seht ihr, passt sich immer mit an. Oder haben wir ein sogenanntes Krüppelwalmdach? Ihr seht, das kann man hier überall wieder anpassen. Ich nehme mal das Satteldach. Das könnt ihr sonst selber in eurer Version ausprobieren. Die Neigung will ich mal noch raufsetzen, dann kann man auch hier sehen, was passiert. Auch die wird jetzt hier entsprechend mit aktualisiert, genauso wie ein Kniestock, den ich hier auch noch angeben kann und damit entsprechend hier auch angepasst. So, wir machen mal hier wieder auf 35, vielleicht einmal wieder runter von der Erfassung, nicht so eine ganz so eine steile Dachneigung und gehen dann auf den nächsten Schritt weiter zum Punkt Berührungsflächen. Hier lassen sich jetzt auch hier wieder die Alphabetisierung
angeben, ob wir Berührungsflächen zum Nachbargebäude haben. Würde ich jetzt an der Seite A angeben, wir haben eine beheizte Fläche, dann verschwinden dort jetzt gleich auch die Fenster an der Seite. Wir haben also keine Fenster mehr, sondern eine definierte beheizte Wand zu einem Nachbargebäude. Oder ist sie unbeheizt, dann wird sie blau, eben schon erwähnt. Blau ist unbeheizt, rot ist beheizt. Wir können das Ganze natürlich auch mit Teilbeheizungen oder teilunbeheizt genauso zuweisen. Der Assistent kann hier also schon eine ganze Menge für uns erledigen. Und wir haben das Ganze jetzt ja hier schon als 3D-Gebäude, ohne dass wir bis jetzt irgendetwas gezeichnet haben, erscheint hier schon immer gleich ein fertiges 3D-Modell. Weiter kommt im nächsten Schritt die Fenster, die wir dann einmal wählen können, ob es sich bei der Verglasungsart der Fenster um Einfach-, Doppel- oder Wärmeschutzverglasung handelt. Das ist natürlich dann wieder relevant für unsere U-Werte. Wie sieht es aus mit der Fensterverteilung? Will ich das auf Automatik stellen? Ich habe aber auch die Möglichkeit, hier Fensterflächen anzugeben, um beispielsweise anzugeben, dass wir vielleicht an der Seite A 12 Quadratmeter Fensterfläche haben. Gucken, wie sich das jetzt auswirkt, wenn wir da 12 angeben. Genauso kann ich das an der Seite B auch angeben, dass wir sagen, auch da haben wir vielleicht nur 10 Quadratmeter. Gucken, wie sich das jetzt mal eben ausgeht. Und dann haben wir hier an der Seite C haben wir dann auch wieder 12 Quadratmeter. Das war wahrscheinlich jetzt ein bisschen viel Fensterfläche. Ach nee, B ist auf der anderen Seite. Genau, da haben wir die Fenster. Und dann haben wir vielleicht auf der Seite D haben wir nur 8 Quadratmeter Fensterfläche. Also das ist auch möglich. Er teilt einfach die Quadratmeter der Fenster gleichmäßig auf. Im nächsten Schritt auch weiter sind wir schon bei Punkt 8. Gibt es hier die Möglichkeit, entweder die Fertigstellung direkt zu beenden und ohne Assistent weiterzugehen. Aber man sieht auch hier, eine nachträgliche Bearbeitung ist manuell immer möglich. Wir können aber auch hier den Typologieassistenten starten, um einfach hier schon über die Typologie U-Werte zuzuweisen für unser Dach, die Außenwände und die Fenster. Das lasse ich von der Auswahl hier einmal stehen und klicke hier auf Fertigstellen. So, hier ist der Assistent. Hier können wir jetzt entsprechend auswählen, wie ist unser Gebäude 84 bis 94 und können also aus diesem Katalog hier entsprechend auswählen, wie sieht es denn aus mit dem Boden. Haben wir einen Boden gegen erdreich oder ist das so eine Ziegel-Holzsteinkonstruktion? Wie sieht es aus mit der Kellerdecke, wenn wir eine haben? Das Dach gegen außen, ist das massive Konstruktion oder eine Holzkonstruktion? Die Decke gegen unbeheizt, ist das eine massive Decke oder vielleicht auch eine Holzdecke? Hier können wir, wie gesagt, weiter nach unten haben das Ganze natürlich dann auch für die Wände. Handelt es sich um eine massive Konstruktion mit einem zweischaligen Wandaufbau oder ist es vielleicht eine massive Konstruktion mit Hohlochziegeln? Oder einfach eine Holzkonstruktion, all das kann ich hier auswählen, entsprechend übernehmen und dann hat unser Gebäude gleich entsprechend auch die U-Werte. Hier ist jetzt schon unser fertiges Gebäude, hier sehen wir einmal den Grundriss in der Darstellung und auf der rechten Seite jetzt etwas größer unser 3D-Gebäude mit dem Dach, den Außenwänden und so weiter. Wir haben auch schon Rauminformationen drin. Das handelt sich hier um einen Wohnraum. Hier oben kann ich zwischen den einzelnen Etagen wechseln, beispielsweise auch im Dachgeschoss. Auch hier handelt es sich um einen Wohnraum. Und wenn ich jetzt in das DG2 wechsle, das ist unser unbeheizter Dachraum. Auch das lässt sich hier angehen. Es gibt aber auch noch eine schöne Sache, die man sich hier anzeigen lassen kann. Gerade in dieser Ansicht kann ich hier einmal auf diese Pfeile klicken für die Sichtbarkeiten, um beispielsweise zu wählen, dass ich mal alle Außenwände ausblenden möchte. Ich möchte auch das Dach ausblenden. Dafür möchte ich hier die Räume einmal einblenden und mir anzeigen lassen über diesen Quader, was ist beheizt und was ist unbeheizt. Und wenn ich jetzt hier noch die Umgebung wegblende und vielleicht noch die Decken, dann haben wir hier so eine farbige Darstellung, die uns aufzeigt, jetzt gerade für ein Wohngebäude, wo jetzt beispielsweise die Systemgrenze verläuft. Wir haben also hier einen unbeheizten Spitzboden und unbeheizten Keller. Dementsprechend wäre das hier einmal die Systemgrenze und hier unten wäre es die Kellerdecke.
U-Werte haben wir auch schon drin. Ich kann sie mal hier wieder einblenden. Die Außenwand, das Dach, die Decken und auch unsere Wiese. Und wenn ich jetzt hier mal die Wand anklicke, sehen wir auf der rechten Seite hier auch die gewählte Konstruktion und der U-Wert ist entsprechend auch drin. Wollen wir als nächstes, nachdem wir also das Gebäude mit dem HotCut-Assistenten erfasst haben, dem Gebäude jetzt auch noch eine Heizung und Warmwasserbereitung zuweisen. Dafür wechsle ich jetzt einmal gleich in die Heizung bzw. einmal noch in die Parameter. Was wir uns aber hier auch noch anschauen können, ist hier oben einmal der Punkt der Gebäudeflächen, weil wir haben es jetzt ja einmal über den Assistenten eingegeben, um einfach zu sehen, wie sieht es denn aus mit unserem Gebäudeumfang, der Grundfläche, unseren einzelnen Bauteilen, was haben wir denn hier an Quadratmeter Hüllfläche, all das können wir uns hier anschauen, können die Gebäudeflächen ja einmal berechnen, sind aber schon berechnet durch die Erstellung mit den Assistenten. Möchten wir aber auch hier das Ganze nochmal weiter zerlegt uns anschauen mit den einzelnen Bauteilen, gibt es auch hier noch unser Gebäudemodul, das befindet sich hier unten und können das einmal starten. Und dann haben wir hier nochmal die Angaben, die ich gewählt habe. Das Gebäude ist von 1985. Das ist allerdings jetzt ein Bestandsgebäude, soll es sein. Es ist ein Einfamilienhaus. Ich mache es hier einmal etwas größer. Dann haben wir die gesamte Ansicht hier. Wir haben hier die konstruktiven Daten von Länge, Breite und Bruttofläche. Das beheizte Volumen finden wir hier ebenfalls. Dann lassen sich hier noch angeben, wie es denn aussieht mit den Wärmebrücken. Sollen die Wärmebrücken pauschal mit 0,1 oder 0,05 berücksichtigt werden? Nochmal die etwas genauere Angabe zum Thema wirksame Speicherfähigkeit. Wie sieht es aus mit dem Thema leichte, mittelschwere oder schwere Bauart? Das C-Wirk, dass wir uns das hier anzeigen lassen können. Wir haben hier das Gebäude nochmal in der Struktur mit einem Keller, Erdgeschoss, Dachgeschoss 1 und 2 und wir können uns das hier auch nochmal als Geschosse anzeigen. Was haben wir denn hier an einzelnen Etagen? Wie liegen wir denn mit der lichten Raumhöhe und der Deckendicke? Wir können das Ganze auch als Räume anzeigen lassen. Was haben wir als Raum? In diesem Fall ist jetzt jedes Geschoss auch ein Raum, wie jetzt hier der Wohnraum im Erdgeschoss oder halt auch die Bauteile. Damit wir auch hier die Bauteile vom gesamten Gebäude uns anschauen können, klicken wir hier einmal auf Gebäude. Und jetzt habe ich hier die Hüllfläche des gesamten Gebäudes. Das heißt hier einmal der Boden, also unsere Kellerdecke. Wir haben hier die oberste Geschossdecke. Wir haben die Fenster und die Außenwände und das entsprechend der Ausrichtung. Und dann, je nachdem, welches Bauteil wir hier auswählen, können wir unten auch nochmal den U-Wert sehen. Haben hier aber auch die Möglichkeit, über dieses Symbol mit dem Büchlein nochmal auf den Katalog zuzugreifen und die Bauteile näher zu bestimmen. Das Ganze verlasse ich jetzt hier wieder einmal, das Gebäudemodul. Und wir gehen einmal weiter in den Punkt der EB-Optionen. Das heißt, jetzt kommt der nächste Schritt mit der Abfrage, was haben wir denn für ein Gebäude? Weil ich habe am Anfang gesagt, wir wollen ein Wohngebäude eingeben. Da es sich jetzt aber hier in der Version ja um die Version Energieberater Wohnen und Gewerbe handelt, 3D Plus steht hier, kann ich jetzt natürlich wählen, ob es sich tatsächlich um ein Wohngebäude oder ein Gewerbeobjekt handelt. Wenn ihr jetzt den Energieberater nur Wohnen habt, dann habt ihr natürlich die rechte Auswahl nicht, sondern nur den Punkt hier Wohngebäude. Bestand hatte ich ja eben gewählt, 18599 Klarheitsberechnungsverfahren und GEG 2024 soll es natürlich auch schon sein. Damit legen wir das Ganze an. Hier sehe ich es nochmal, Wohngebäude, Bestand 18599 und GEG 2024. Und dann sind wir jetzt also bei dem Punkt hier noch bei Projektdaten, EB-Optionen. Der nächste Punkt sind die Fotos und Pläne. Hier können wir Bilder hinterlegen vom Ist-Zustand und auch von den verschiedenen Ansichten daher. Beispielsweise, wenn wir ein ISFP erstellen wollen, dann können wir hier den Typ zuweisen. Dann gehen wir hier weiter. Das können wir jetzt hier über den Punkt Gebäudeinfo machen. Das wäre der nächste Punkt. Auch hier jetzt nochmal die Angaben zusammengefasst. Einfamilienhaus von 1985, wie viele Geschosse wir haben, was als Geschosshöhe, was haben wir als Hüllfläche, wie sieht es aus mit dem Volumen, dem A-zu-V-Verhältnis und der Nutzfläche.
Und im nächsten Schritt haben wir dann die Parameter, sehen wir, Klimareferenzort ist hier Deutschland Potsdam. Dann, dass es sich um ein Wohngebäude handelt, sehen wir hier die Angaben zur Gebäudeart, also pauschal schwer hatte ich eben umgestellt. Die Raumtemperatur, wie jetzt nach 18.509 gerechnet wird, die Anzahl der Vollgeschosse und der Wohneinheiten. Darunter haben wir die Angaben, wie sieht es aus mit den Wärmebrücken, mit welchem Faktor wird gerechnet, wie sieht es aus mit der Lüftung und dann die Information zur Heizung. Und ganz hier oben sehen wir noch einmal meinen Projektnamen, den ich vergeben habe, wie auch, dass wir jetzt Ganze nach GEG 2024, DIN 18599, Fassung 2018 und es handelt sich um ein Wohngebäude. Diese Punkte jetzt hier zu bearbeiten, geht natürlich auch. Ich kann jetzt hier den Klimaort, kann ich natürlich nicht ändern, aber egal auf welche Schaltfläche ihr jetzt hier geht, da öffnen sich die Parameter. Und wir befinden uns dann hier in der weiteren, in der nächsten Ebene vom Energieberater zum Thema Zonen. Wir haben hier nur eine Zone, nämlich die Zone Wohnen bzw. das Wohnnutzungsprofil Einfamilienhaus mit dem Nutzungsprofil, den Nutzungstagen. Konditionierung ist ja auch schon festgelegt. Wir haben eine Heizung und Warmwasser und können dann im nächsten Schritt dann auch die Heizung anlegen. All das können wir hier einfach gleich im nächsten Schritt über den Punkt der Heizung machen und auch nachher das Warmwasser. Ansonsten haben wir aber hier die Zonenverwaltung und die Nutzung hatten, sind wir gerade. Hier über den Punkt Bauweise finden wir nochmal die gewählten Informationen zur Wärmebrücke und zur Wärmespeicherfähigkeit. Hier unten lassen sich nochmal die Bauteilzuordnungen ansehen. Wir haben ja aber nur eine Zone, sprich das Wohngebäude. Alle Bauteile gehören also zu diesem Haus. Hier unter dem Punkt Quellen verbergen sich die internen Wärmequellen. Die Berücksichtigung nach 18.509 bezogen jetzt hier auf die, haben wir einmal die Angaben nochmal zur Wohnfläche und zur Nettowohnfläche. Angaben zur Nutzung kommen aus dem Nutzungsprofil der 18.509. Angaben natürlich zur Luft. Wie sieht es aus mit dem Luftwechsel? Art der Lüftung ist natürlich beim Wohngebäude klassisch Fenster und Infiltration. Angaben zur Luftdichtheit. Kategorie haben wir also im Bestandsgebäude. Hätten wir jetzt ein neueres Gebäude oder auch vielleicht eine geplante Dichtheitsprüfung, können wir das hier entsprechend wählen. Im nächsten Punkt haben wir dann die Hinweis zur Nutzenergie, einmal den Wärmebedarf zur Heizung und zur Warmwasser. Und hier unten ist jetzt einmal eine Fehler in der Berechnungsmeldung aufgetaucht. Das ist nicht schlimm. Hier sind einfach ein paar Hinweise von Dingen, die wir noch gar nicht berücksichtigt haben. Hier geht es was zum Thema Leitungslängen und hier steht was von Heizwärmebedarf, der ungedeckt ist und ein Warmwasserwärmebedarf, der ungedeckt ist, was ja klar ist, weil wir sie ja noch nicht angelegt haben. Das sind also erstmal der Punkt, was sich unter Zonen, unter diesen einzelnen Punkten hier befindet. Wollen wir eine Heizung genau für dieses Gebäude noch hinzufügen, ergänzen? Dafür wechseln wir auf den Punkt Heizung. Und dann haben wir hier auch einen offenen Bedarf für unser Haus, unsere Wohnen. Und einfach über diesen Punkt Anlegen kann ich hier einen kleinen Konfigurationsassistent starten und hier können wir einfach über die Bilder auswählen, was wir denn für einen Wärmeerzeuger haben. Ich wähle jetzt hier einfach mal den einfachen Kessel, dann haben wir den schon mal drin und damit schließe ich das hier einfach wieder und damit haben wir jetzt hier einmal unseren Kessel. Das kann jetzt hier ein Gebläsekessel sein, wie jetzt hier schon gewählt. Es lässt sich aber auch hier umstellen, zu sagen, wir haben hier keinen NT-Kessel, sondern vielleicht noch so einen alten NT-Gebläsekessel. Oder handelt es sich um einen Gas-Spezialheizkessel? All das lässt sich hier einmal wählen. Dann natürlich der Brennstoff. Und von wann ist dieser Kessel? Ist der auch von 1990 oder ist der vielleicht von noch etwas älter? Ne? Auch dann, also wann wurde, wie alt ist der Kessel, der tatsächlich da unten im Keller drin steht. Dann haben wir als nächstes die Verteilleitungen. Zum einen die Frage nach dem hydraulischen Abgleich. Haben wir einen oder haben wir keinen im Bestand? Wahrscheinlich weniger. Und dann haben wir natürlich noch die Angaben zum Rohrnetz. Dafür ist es wichtig, hier einmal die Gebäudegeometrie zu erfassen. Das müssen wir immer machen. Wir haben hier einmal die Angabe zur gestreckten Länge, zur mittleren Breite und Anzahl der Geschosse.
und gestreckte Länge. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich glaube, ich habe vorhin mal 7 Waren, glaube ich, angegeben. Und auf 8, ich habe es, weil es unser Gebäude, Anzahl der Geschosse waren, glaube ich, 2. Höhe der Geschosse waren, glaube ich, mal 2,80. Das sind also Dinge, die wir natürlich so eingeben müssen, wie unser Gebäude ist. Das ist, wie gesagt, wichtig für das Referenzgebäude. Das ist auch hier angegeben, ne? Die Standardleitungslängen ergeben sich aus der Gebäudegeometrie, auch für das Referenzgebäude. Das heißt, unabhängig dessen, wenn wir nachher die Leitungslängen hier selber angeben. Hier haben wir dann noch die Abfrage, wie sieht es aus? Haben wir einen Etagenring, Etagenverteiler, Steigestrang oder bei einer Fußbodenheizung vielleicht einen Etagenverteiler? Hier haben wir die Temperatur, es kommt immer auf den Kessel an, was wir für einen Kessel haben, mit den Temperaturen, die wir hier wählen können. Jetzt einen NT-Kessel beispielsweise, Gebläsekessel wähle, haben wir wieder ganz andere Auslegungsmöglichkeiten. Also einige Dinge sind einfach auch gekoppelt aufgrund des Wärmeerzeugers, der gewählt ist. Im oberen Teil haben wir dann die Erfassung, die Übergabe. Was haben wir denn, Heizkörper oder haben wir eine Flächenheizung? Wie sieht es aus mit der Regelung der Heizung? Gibt es noch sowas wie eine Einzelraumregelung? Und Sie sehen, ihr seht bei all den Punkten, wie beim Wärmeerzeuger, bei der Verteilung und auch bei der Übergabe, überall diesen Schraubenschlüssel, der bedeutet, dass wir hier noch weitere Einstellungen vornehmen können. Also das ist beispielsweise die Einstellung beim Heizkessel. Wenn wir das bei der Verteilung machen, können wir das Rohrnetz, die einzelnen Abschnitte bearbeiten von Länge und Art der Dämmung, wie auch die Pumpe. Und dann haben wir das Ganze auch nochmal hier bei der Übergabe, auch hier die Möglichkeit, auch hier noch Eingaben treffen zu können. Damit sind jetzt schon mal 2 weitere Meldungen hier verschwunden. Was jetzt noch fehlt, ist der Warmwasserwärmebedarf. Dafür wechsle ich jetzt einmal vom Heizung auf den Punkt Warmwasser und möchten auch dafür jetzt einen Bereich anlegen. Dann haben wir auch hier wieder den Assistenten und wenn jetzt mal einfach die Warmwasserbereitung über die Heizungsanlage geht, kann ich das auch jetzt hier wählen. Die Heizung ist ja schon ausgewählt, also wähle ich jetzt hier einfach den Heizkessel aus und wir haben vielleicht noch einen Speicher auf der Trinkwasserseite und damit habe ich jetzt auch hier schon Warmwasser ist vorhanden. Die Meldung hier ist verschwunden, haben also jetzt hier keine Fehlermeldung mehr. Hier auf der rechten Seite lassen sich hier die kleinen Bildchen mit einer Verknüpfung anzeigen. Das kann man hier auch noch etwas vergrößern. Damit sehen wir, dass wir also hier einen Kessel haben, der hier die Versorgung macht. Dasselbe auch hier auf der Warmwasserseite. Und bisher hat dieses Gebäude eine Warmwasserversorgung und Heizung, keine Lüftung und keine Kühlung. Hier wieder raus. Wir können das Ganze übernehmen. Und wenn wir jetzt einmal auf die Anlagentechnik gehen, dann ist genau das schon passiert. Das heißt, hier befindet sich schon unsere Heizungsanlage. Das lässt sich auch hier nochmal auf eine detailliertere Ansicht stellen. Damit haben wir dann das Ganze einmal als Warmwasseransicht und als Heizungsansicht. Und wir sehen auch hier schon mal die Angaben zur Primärenergiebedarf unseres Gebäudes und auch zur Endenergie. Ihr seht hier unten diese Skala und dann wird aus meiner Mauszeiger so eine Zeigehand. Dann kann ich mit der linken Maustaste das anklicken und wir bekommen hier die Anforderung für das GEG gezeigt, für das bestehende Gebäude. Wir sehen hier den Jahresprimärenergiebedarf, die Transmissionsverluste des aktuellen Gebäudes. Was wäre der zulässige Höchstwert? Wie weit sind wir vom Neubau entfernt? Und hier unten der Tabelle die Werte, die wir erreichen müssten, wenn wir beispielsweise einen Effizienzhort 55 oder 40 erreichen wollten. Also da ist hier einiges zu tun, einiges zu reduzieren. Und auf der Skala sehen wir auch hier, wo unser Gebäude jetzt liegt. Das Ganze kann man hier in dieser Skala, wir können es auch als A und B oder gemischt anzeigen lassen. Beides ist möglich. Dann gehen wir wieder auf Schließen. Das ist also hier die Ansicht der Heizung. Bei dem Punkt der Bauteile verbergen sich noch die Ergebnisse. Das habe ich gerade übersprungen. Hier haben wir aber auch noch die Möglichkeit, ISFP wollen wir gerade noch nicht sehen, einfach mal den HT-Wert der Bauteile. Aber man sieht hier, ich kann das hier umstellen. Und ihr seht hier, überall habe ich ab und zu an so eine kleine Glühlampe mit Info. Das heißt, wenn wir das auswählen, dann gelangen wir direkt
öffnet sich der EVQ-Bereich. Das ist jetzt nur auf der anderen Monitor aufgegangen, deshalb schiebe ich es hier rüber und wir landen direkt dort zu einer Information aus dem FAQ-Bereich. Genau, dann die Anlagentechnik hatten wir gerade schon mal eingegeben. Dann haben wir den Punkt, habe ich gesagt, wir schauen uns das Ganze auch nochmal, wo befinden wir die Ergebnisse und die Berichte. Die befinden sich dann auch unter der Rubrik Ergebnisse, Übersicht, Ausgabe. Hier gibt es verschiedene Punkte, die man sich anzeigen lassen kann. Einmal Gesamtergebnisse über Nutz-, End- und Primärenergie und die CO2-Emissionen. Hier nochmal die Darstellung der Skala, wo unser Gebäude steht. Des Weiteren gibt es hier noch eine Übersicht über Heizwärmebedarf, den Warmwasserwärmebedarf, die Anlagenverluste, End- und Primärenergie. Wir können uns die Verluste anzeigen lassen, wie ist so das Verhältnis der Verluste der einzelnen Bauteile oder auch der Heizung zueinander. Wie sieht es aus mit dem Brennstoffbedarf? Jetzt haben wir Erdgas gewählt. Wie sieht es aus mit den Energiekosten? Auch die kann man natürlich über den Punkt der Brennstoffdaten hier unten auch anpassen. Das heißt, hier lassen sich dann auch Bezugskosten eintragen, die man dann für das aktuelle Projekt oder als Programmstandard hinterlegen kann. Wir haben eine Übersicht über die CO2-Emissionen oder auch die NOx-Emissionen. Das Ganze nochmal als Bilanz. Auch hier, man sieht, man kann, sobald hier mit der Maus reingehe, erscheint hier diese Zeigerhand. Ich kann reinklicken und bekomme das Ganze dann etwas größer dargestellt mit detaillierteren Ergebnissen. Und bis hin zum Punkt Bewertung nochmal. Wie sieht es hier aus? Ist Wert, modernisierter Altbau, Neubau, auch das kann ich mir natürlich etwas größer holen, um dann hier mir die einzelnen Punkte anschauen zu können. Auch das schließe ich wieder. Auf der rechten Seite hier haben wir den Punkt der Ausgabe. Hier lässt sich über Auswählen die Berichtsverwaltung öffnen und hier findet ihr verschiedene Berichte wie den Energieausweis, das Erneuerbaren Energienformblatt, Berechnungsnachweis für den Bauantrag, haben wir einen sommerlichen Wärmeschutz noch gerechnet. Über das Sonneneintragskennwertverfahren finden wir das hier. Nochmal die GEG-Anforderungen oder auch den Punkt Vor-Ort-Beratung für das Thema ISFP. Hier befindet ihr auch einen Beispielbericht, wie auch einen Erfassungsbogen. Dann gibt es hier noch weitere verschiedene Detailberichte, einen Beratungsbericht oder auch die Berechnungsunterlagen, die sich ausgeben lassen, bis hin nochmal verschiedene Erfassungsbögen, die man nutzen kann. Wenn wir jetzt einen Energieausweis nehmen, ich gehe einmal wieder zurück, wähle den Energieausweis aus, Ausdruck auswählen, dann haben wir hier die Möglichkeit zu bestimmen. Wir haben Energieausweis 85, ist das Gebäude, die einzelnen Angaben noch zu treffen und in der Vollversion natürlich, wenn ihr die schon habt, dann könnt ihr und ihr seid beim DBT registriert, könnt ihr dann auch hier eure Registriernummern anfordern und natürlich damit dann auch gültige Energieausweise zu erstellen. Das sind also die Berichtsmöglichkeiten. Des Weiteren folgen hier noch Angaben zu Diagrammen, die man sich anzeigen lassen kann, bis zu einer Wirtschaftlichkeit. Die machen natürlich dann Sinn, wenn man auch eine Variante angelegt hat. Die Variante findet ihr unter dem Punkt Übersicht Ausgabe über die Schaltfläche hier Variante anlegen. Damit können wir eine neue Variante anlegen. Ich nenne sie einfach mal neue Heizung. Und bestätige das, dann haben wir jetzt hier in der Ansicht unser Haus und unsere neue Heizung. Und jetzt könnte man einfach auf die Anlagentechnik wechseln, um dann zu sagen, wir wollen aus diesem alten NT-Kessel vielleicht einen neuen Brennwertkessel machen. Dann kann man hier oben über diesen Stift über Bearbeiten wieder unseren Anlagenassistenten aufrufen. Sind wir wieder in der Bearbeitung bzw. das jetzt hier konfigurieren. Zum einen können wir beziehungsweise einmal noch eine Solaranlage hinzufügen. Das ist natürlich hier auch möglich. Wir brauchen natürlich auch eine Solaranlage. Man sieht es hier schon, eine Solaranlage ist nach DIN 18599 nur als Kombianlage mit Warmwassererzeuger berechenbar. Die Solaranlage wird daher mit dem vorhandenen Warmwasserversorgungsbereich kombiniert. Solaranlage anlegen, ja, wollen wir. Und damit haben wir dann auch schon die Solaranlage mit drin. Den Kessel stellen wir um. Das ist jetzt kein Gebläsekessel mehr, sondern ich mache da jetzt einfach mal
noch schnell einen neuen Brennwertkessel draus. Ne? Der ist natürlich auch von 2024. Dasselbe gilt für den Speicher. Und jetzt können wir natürlich nur bestimmen, was haben wir denn hier für eine Neigung der Kollektoren beziehungsweise auch eine Ausrichtung der Kollektoren. Das ist also hier auf der Heizungsseite die Solaranlage. Und wenn wir uns das Ganze bei warmem Wasser anschauen, dann haben wir die hier auch schon. Hier ist jetzt also auch unser neuer Speicher. Der ist natürlich jetzt auch hier. Da müssen wir das ja noch einmal anpassen, 2024. Klar, die Solaranlage haben wir. Und jetzt würde man natürlich bei der Heizung, da gehe ich nochmal einmal zurück, kommt ja eine neue, machen wir natürlich auch den hydraulischen Abgleich. Und das Ganze übernehmen wir und können dann mal gucken, was mit unserem Gebäude passiert. Hier sehen wir gerade noch nicht so viel, aber hier können wir natürlich schon mal sehen, wir haben Brennwertkessel, die Solaranlage, was die schon mal bringt auf der Heizungsseite und was bringt sie auf der Warmwasserseite. Und über den Punkt Übersicht Ausgabe, Ergebnisse, können wir hier schon mal sehen, was ist jetzt hier an Einsparungen schon mal, was hat sich jetzt hier geändert bis hin zur Übersicht. Ne? Das heißt die Einsparung, Anlagenverluste, hier ist was passiert, Endenergie und Primärenergie. Damit sehen wir also hier so einen Variantenvergleich schon, abhängig vom Ist-Zustand zur Variante, was ist besser geworden, einfach mit der neuen Heizung und der Solaranlage. Und damit kann man jetzt entweder einen neuen Energieausweis erstellen oder die nächste Variante anstoßen. Immer dann, wenn Fragen sind, wir haben es ja eben, habe ich es schon mal gezeigt, tauchen, ich mache es vielleicht noch mal kurz bei der Anlagentechnik, werde ich es noch mal kurz aufmachen, weil da auch schon mal diese Glühbirne auch aufgetaucht war, beziehungsweise bei dem Punkt der Zonen hatten wir es, glaube ich. Also mal gerade gucken, dass wir irgendwo noch mal eine Glühbirne haben, um nochmal aufzuzeigen, wo ihr die Hilfe auf der einen Seite aus dem Programm heraus direkt aufrufen könnt. So, das Thema mit der Hilfe, beispielsweise da, wo ihr die Glühbirne findet, das hatten wir vorhin beim Punkt Ergebnisse. Dann habt ihr den Punkt Info, das ist also eine Möglichkeit, wo ihr über ein Programm diese Glühbirne findet und klickt auf Info, dann landet ihr direkt im FAQ-Bereich. Das ist einmal die Möglichkeit, hier direkt drin zu landen. Eine andere Möglichkeit statt der Glühbirne ist oben über den Punkt Hilfe. Dann haben wir hier den Punkt FAQ zum Energieberater. Wenn ihr das auswählt, dann öffnet sich auch dieser FAQ-Bereich und ihr findet dann zum Programm, beispielsweise dann jetzt zum Energieberater, den können wir hier dann auswählen, einzelne Punkte, beispielsweise, was gibt es an Neuerungen, erste Schritte, ne, da ist das Video verborgen, gibt es irgendwelche Hinweise zu Fehlermeldungen, die auftreten, Informationen zum GEG oder BEG, das findet ihr also in diesem FAQ-Bereich. Alternativ findet ihr oder ergänzend dazu ebenfalls unter Hilfe den Punkt, was ist neu? Und damit verbergen sich immer, zum einen kann man hier die Version wählen, mit der man gerade arbeitet. Das heißt, was sind dort an Neuerungen drin in der Version 12.13 beispielsweise und was gibt es vielleicht auch als Vorschau in der Version 12.3.4. Das heißt, hier sind dann immer Erläuterungen zu finden, was gibt es Neues, was wurde oder was kommt in der nächsten Version entsprechend mit rein, mit dem Datum der letzten Aktualisierung und der entsprechenden Versionsnummer. Das also findet ihr unter dem Punkt Hilfe, was ist neu bzw. FAQ. Im Bereich Mediathek zum Energieberater landet ihr direkt auf dem Hotgenrot-Kanal, wo alle Videos abgelegt sind, wie jetzt auch dieses Video, was ihr vielleicht von dort gleich aufgerufen habt oder aber auch unsere Live-Veranstaltungen, die wir gemacht haben, die ihr ebenfalls wiederfindet. Ebenfalls unter dem Punkt der Hilfe findet ihr beispielsweise auch das Handbuch zum ISFP und auch eine Kurzanleitung. Upsala, ne, einmal das Handbuch könnt ihr anklicken, braucht natürlich den Acrobat Reader. Und dann findet ihr hier, könnt ihr in dem Handbuch entsprechend blättern. Ja, das war's auch schon mit den ersten Schritten einmal zum Anlegen eines Wohngebäudes im Energieberater Wohnen und Gewerbe. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit eurer eigenen Version. Wie gesagt, entweder testet ihr gerade die Demo-Version, ob sie was für euch ist und dann hat euch das Video hoffentlich weitergebracht. Vielleicht macht ihr auch gerade eure ersten Schritte mit eurer Version und konntet es dafür jetzt nutzen oder ihr arbeitet mit dem Schulpaket.
Ansonsten schaut auch gerne in unseren anderen Videos vorbei. Tschüss, bis bald. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr aus den Bereichen Gebäudeplanung, Energieeffizienz und Handwerk.